Solidaritätslied von Hanns Eisler und Bert Brecht, 1934. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Auf die Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Nährerin. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre Schlechtereien. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure große Regimenter brechen jede Tyrannei. Ja, vorwärts und nicht vergessen. Und die Frage konkret gestellt, beim Hungern und beim Essen, wessen Morgen ist der Morgen, wessen Welt ist die Welt? Dienstag, 13. Februar 1934. Bei Tagesanbruch ist in Ebensee überall die Kundmachung über die Verhängung des Standrechtes zu lesen. In den Betrieben wird jedoch die Arbeit wieder aufgenommen. Trotz Rundfunkmeldungen, dass der Widerstand des Schutzbundes in Linz, Steyr und Holzleiten am Hausruck zusammengebrochen sei, bleibt der Ebenseer Schutzbund bis Mittwoch früh in Alarmbereitschaft. Aus dem Tagebuch des Gemeindebeamten Ritter. Eintrag vom 11. bis 18. Februar. Revolutionswoche in Österreich. Blutige Ausschreitungen der Sozialdemokraten gegen die Regierung Dollfuß. Standrecht über ganz Österreich verhängt. Ursprung Linz. Gesamte Militärmacht im Kampf gestanden. Zahlreiche Todesopfer auf beiden Seiten. Generalstreik in ganz Österreich am Montagnachmittag. Am Mittwoch wiederholter Streik in sämtlichen Betrieben in Ebensee. Besetzung durch den ehemaligen Schutzbund. Donnerstag mittags Militär gekommen. Wieder Ruhe und Ordnung hergestellt. Bürgermeister Max Zieger am Dienstag 13.02. vom Amt enthoben und dafür Herr Stadler mit Beiräten eingesetzt. Mittwoch, 14. Februar 1934. Kritisch wird die Lage erst wieder Mittwoch am späten Vormittag, als die Arbeiterinnen zuerst in den Solveiwerken und daraufhin auch in den anderen Betrieben wieder Streikmaßnahmen ergreifen. In der Folge geht der Schutzbund dazu über, die Straßen nach Traunkirchen mit Baumstämmen zu verbarrikadieren. Anton Nussbaumer und Franz Schmid übernehmen inzwischen das Kommando des Schutzbundes. Der Gendarmerieposten wird besetzt und die anwesenden Beamten entwaffnet, Heimwehrführer Jordan verhaftet, sämtlichen Jägern und Förstern die Gewehre weggenommen und Waffensuchen bei politischen Gegnern durchgeführt. Ein Teil der Ebenseer Heimwehrmänner hat sich zu dieser Zeit bereits per Schiff oder über Bergwege nach Traunkirchen geflüchtet. An diesem Mittwoch befindet sich Ebensee in der Hand der ArbeiterInnen. Während der gesamten Februarereignisse verfügte der Schutzbund laut Zeitzeugenberichten über nicht mehr als 50 Waffen. Ein kleines Geschütz war im Ortsteil Kohlstadt versteckt,
kam jedoch nicht zum Einsatz. Da die Telefonverbindung nach Ebensee nicht unterbrochen war, konnte von bürgerlicher Seite die Sicherheitsdirektion in Linz unmittelbar verständigt werden. Ein Bataillon Infanterie unter Oberstleutnant Arpad Kattauer und das Mühlviertler Heimwehrregiment des Grafen Peter Revetera werden mit der Niederschlagung des Arbeiteraufstandes beauftragt. Aus der Chronik des Gendarmerie-Postenkommando Ebensee zum 14. Februar. Gegen 10 Uhr sammelten sich Arbeitslose auf der Straße vor den Solvay-Werken und machten Miene, in die Fabrik einzudringen und den Betrieb stillzulegen. Eine 20 Mann starke Schutzkorpsabteilung wurde dorthin entsendet, um die Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Mittlerweile hatte die Direktion den Betrieb stilllegen lassen. Es ertönte abermals die Sirene und die Belegschaft ging dem Ausgang zu, wo sie mit den angesammelten Arbeitslosen zusammentrafen. Die Verhandlungen mit den Betriebsräten Wolfsgruber und Hitzenberger scheiterten und auch die Streikenden waren durch gütliches Zureden nicht zur Ruhe zu bewegen. Sie schrien, dass sie sich nicht mehr länger zum Besten halten lassen. Manche seien schon 8 bis 10 Jahre lang arbeitslos. Sie haben Hunger. Die Menge forderte vom Postenkommandanten Revierinspektor Jung, dass die Schuko-Abteilung abziehen muss. Die Leute müssen von Ebensee verschwinden. Gegen die Gendarmerie haben sie nichts. Alle Achtung vor ihnen. Die Arbeiter waren durch falsche Radioberichte ganz verhetzt und waren auf gütliche Wege nicht zu beruhigen, bis sie einsahen, dass die Abteilung auf ihrem Standpunkt verharrte. Um 13 Uhr war der Ort mit Aufständischen dicht gefüllt. Eine geschlossene Abteilung, ungefähr 400 Mann, zum Großteil Arbeitslose, das größte Gesindel, marschierte unter Führung des Franz Schmid in die Ortschaft Ranegg und machte vor der Postenunterkunft Halt. Als dem Schmid eine Unterredung gewährt wurde, trat dieser mit einigen Genossen bewaffnet in den Posteneingang und verlangte unter Androhung der Waffengewalt die Ablegung der Waffen und die Übergabe des Postens. Eine Verteidigung durch die drei Beamten schien mit Rücksicht auf die große Übermacht aussichtslos, zumal der Posten noch im letzten Moment von der Dienstbehörde Befehl erhalten hatte, nicht zu schießen und kein Blutbad anzurichten. Im neuen Wiener Abendblatt vom 14. Februar 1934 liest man über die Situation in Wien. Auflösung aller sozialdemokratischen Vereine und Verbände mit dem Sitze in Wien. Es befinden sich darunter auch alle Jugendverbände und Sportvereine, darunter die Naturfreunde. Donnerstag, 15. Februar 1934. Um 7 Uhr früh treffen die Regierungstruppen in Bad Ischl ein. Da der Schutzbund für einen effektiven Widerstand nicht gerüstet war, ziehen sich die Arbeiter in den Ortsteil Rindbach zum Almhauserberg zurück. Anton Nussbaumer rät den Schutzbündlern, die Arbeit in den Betrieben wieder aufzunehmen und bleibt mit Franz Schmid und Genossen Ramm alleine zurück. Nussbaumer, der die ganze Verantwortung auf sich nehmen will, erschießt sich. Er bleibt das einzige Opfer des ArbeiterInnenaufstandes in Ebensee. Im Laufe des Nachmittags lässt Kattauer etwa 26 Arbeiter, Schutzbundangehörige und Betriebsräte festnehmen und im Keller und den Garderoben des Turnsaales der Hauptschule gefangen halten. Salzkammergut-Zeitung vom 15. Februar 1934. Bekannte Faschingstreiben anzusehen, kam diesmal nicht auf seine Rechnung. Am Faschingssonntag, an welchem es sonst jedes Jahr große Maskenfestzüge gab, war diesmal gar nichts. Nur eine improvisierte Musikbande zog in den Hauptstraßen von Platz zu Platz und spielte flotte Stücke und eine mehr hundertköpfige, neugierige Zuschauermenge füllte die Straßen während gut 2 Stunden. Das war alles. Selbst die Einheimischen waren enttäuscht. Denn sie meinten immer, es kommt doch noch überraschenderweise ein Faschingszug. Aber gar nichts kam. Alles blieb ruhig und still.
Dafür kamen am Montag sehr überraschend die Nachrichten von der Entfesselung des Aufruhrs in Linz, Steyr und Wien, sowie von dem Terrorakt am Attnanger Bahnhof, sodass den Ebensehern alle Faschingslust gründlich vergangen war. Da keinerlei Unterhaltungen mehr stattfinden konnten, da laut Standrecht um 7 Uhr abends alle Gaststätten geschlossen werden mussten. Dazu kam noch, dass am Montag um 3 Uhr nachmittags die Sirene ertönte und die Arbeiter der Sodafabrik, der Saline und Weberei in den Streik traten, so wie es in anderen Industriebetrieben im Land auch schon der Fall war. Die Arbeiterschaft befolgte aber strikte die Ermahnungen ihrer Betriebsräte. Alles blieb vollkommen ruhig. Dienstagvormittags wollten die Arbeiter in den Hauptstraßen des Marktes bummeln. Doch wurden sie von der Gendarmerie und dem schießbereiten Schutzkorps vertrieben und nach Hause befohlen. Im Verlauf des Vormittags wurde in den Betrieben die Arbeit wieder aufgenommen. Der Streik war von den gewissen, verantwortungslosen Wiener Hetzern, die sich inzwischen, soweit sie nicht verhaftet wurden, ins Ausland begeben haben, anbefohlen worden. Doch sind unsere Leute schon so gescheit, diesen Hetzern nicht mehr bedingungslos zu gehorchen. Die Betriebsräte Neuhauser und Hirnberg wurden verhaftet. Nachmittags trafen 20 Mann zur Verstärkung des Schutzkorps in Ebensee ein. Auch die Gendarmerie wird noch verstärkt werden, sodass die Ruhe und Sicherheit gewährleistet erscheinen. Ein Großteil der Sodafabriksarbeiter verharren im Streik. Sie werden sich die Konsequenzen selbst zuzuschreiben haben.